Ahoi, liebe Reisefreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es wird Zeit für ein neues Reisevideo. Genau, Wetter wird besser. Genau, die Sonne scheint. Wir haben einen klaren Auftrag bekommen. Das sollen wir einfach mal machen. Wir sollen ein Video machen, auch wenn wir schon da waren. Denn wir wollen theoretisch nach Magdeburg. Genau. Ob und das was wird. Das erfahrt ihr nach dem Intro. Wolltest du noch was anderes sagen? Nö. Na dann, nach dem Intro geht's weiter. Hat's doch gerade gesagt. Walking tight, rose to lightning, like how you move. I would swim across the ocean to hold on to you. Freitag, 23. Februar, 15.21 Uhr. Wir wären natürlich schon viel früher los, wenn wir nicht noch was zu tun hätten. Naja. Dazu gibt es irgendwann demnächst ein Video dazu. Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend und interessiert sicherlich viele. Aber, ja, Spoiler, mehr erzählen wir nicht, denn wir wollen über einen Reisevlog sprechen. Wie gesagt, Magdeburg waren wir schon mal, haben wir schon mal ein kleines Video darüber gemacht. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Dann geht es auch noch nach Oschersleben. Mal gucken, hat sich was geändert, hat sich nichts geändert. Können wir in Magdeburg überhaupt stehen? Wie hoch ist die Elbe? Fragen über Fragen über Fragen über das Fragen. Das werden wir dann sehen, wenn wir angekommen sind. Das heißt mit anderen Worten, du willst los, ne? Jo, ich würde jetzt losfahren. Weißt du, was das Schöne ist? Die A2 soll frei sein. Ja, habe ich auch gesehen. Gestern also, war da Riesenbaustell oder irgendwas anderes. Ne, Unfall. Also, Unfall. Los geht's. Ohne Unfall. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep... Ein Schritt nach hinten und wir sind in der Elbe. Und ruckzuck bist du in Hamburg. Richtig, wenn du ein bisschen dich treiben lässt, dann bist du ruckzuck auch also, in Hamburg. Es ist gut auf jeden Fall Geschwindigkeit da. Ja, was soll man sagen? Ihr kennt den Stellplatz. Stefan, mach mal kurz eine Blickung bei diesen Plätzen hier. Genau. Viel wunderschön. Ist nicht. Es ist relativ gut leer, kann man sagen. Das hatten wir schon mal voller. Und es ist auch teurer geworden. Ja. Letztes Jahr nur 8 Euro, jetzt kostet er 2 Euro weiterhin mehr. 2 Euro mehr. Genau. Ja, jetzt kostet 10 Euro. Weil 2 Euro kostet er leider nicht. Das wäre ja echt traumhaft, ja. Aber sind zwar bei 10 Euro, ja. Geht aber auch noch. Ja, aber dafür, dass eigentlich nichts ist. Ne? Das Einzige, was ist, und das muss man dazu sagen, ist relativ citynah. Das ist es auf jeden Fall. Ja. Ja, und man steht schön an der Elbe. Ja, vor kurzem hat man in der Elbe gestanden. Also es fehlt nicht viel. Ich kann das ja nochmal zeigen, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann. Aber da sind solche Ablagerungen vor unserem Auto, mitten im... also da sieht man schon, da ist sogar noch ein Stamm. Also das ist die Ablagerung der Elbe und... hier ist auch so ein bisschen leicht matschig immer noch zwischen den Fugen. Aber naja, gut, alles gut. So, wir haben für uns heute entschieden, wir wollen essen gehen. Wir waren noch nicht in Magdeburg essen, das probieren wir einfach mal. Und wir gehen jetzt schön durch die Stadt, jedenfalls die Altstadt. Mal gucken, ob wir irgendwas entdecken. Wie gesagt, beim letzten Mal waren wir bis zum Dom. So weit müssen wir mindestens heute auch laufen, wenn nicht noch weiter. Wir lassen uns überraschen und alles Weitere zeigen wir euch gleich. Genau, wenn wir was zum Zeigen haben, ne? Richtig. Just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. How come the trees get undressed when it's cold?
optimist that leaves they left behind. Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes. Until winter comes. It really makes me wonder. Das war lecker. Das war sehr, sehr lecker. Wir waren im Brallohaus Best Steak for You. Und das muss man schon sagen, richtig cool. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, definitiv. Können wir euch empfehlen, wenn ihr mal in der Nähe seid, in Magdeburg, hier direkt am Dom, ist das Steakhaus. Scheint sehr beliebt zu sein, weil... Also ohne Reservierung ist vielleicht ein bisschen schwierig für zwei Personen. Also uns hat man untergekriegt. Klar, man hat nur halt gesagt bis 19.30 Uhr, aber das waren immer noch anderthalb, zwei Stunden fast. Also ja, alles gut. Ne? Also uns hatte das jetzt nicht gestört. Nein. Also wir sind ja Schnellesser. Also selbst eine Panagiotta wäre noch drin gewesen, haben wir aber nicht schaffen können, weil wir sind satt. Also wir haben einfach tolles Essen. Ich hatte ja einen Wiener Schnitzel und dort ist ein Rumpsteak. Ja, war sehr schön. Lübecker Hochzeitssuppe? Ja, genau. Also es hieß Hochzeitssuppe. Ja, gut, mit ihren Zutaten kennen sie sich nicht ganz so aus, weil ich gefragt habe, wie der Inhalt aussieht. Aber alles gut. Wir werden ja jetzt hier nicht zu den Restaurantkritikern. Ja? Nein. Nur weil du jetzt ein Kombüsenstudio hast, hier musst du ja jetzt nicht kritisch werden. Aber wir empfehlen das euch. Wir haben jetzt für das ganze Essen 90 Euro inklusive Trinkgeld. Ich weiß nicht, wollen wir da lang gehen? Ja, machen wir. Ne? Auf jeden Fall, wie gesagt, da der Dom. Es ist schon schön. Also es lohnt sich, nach Magdeburg zu kommen. Jo, wir haben auf jeden Fall so Richtung Vollmond. Also, weiß nicht, ob er jetzt ganz voll ist, weiß ich nicht. Aber er ist zumindest schon ganz schön voll. Könnt euch da auch mal was einblenden. Habe ich gerade ein Foto gemacht. Du hast davon ein Foto gemacht. Ich Jawohl. Kann in der Zeit ja mal gucken, weil ich habe ja für jeden scheißen App. Ja. Es ist 99,3. Jetzt muss ich. Ja, gucken. Dann ist das schon ziemlich voll. Ja, also Vollmond ist morgen an Muttis Geburtstag. Na, siehste, wunderbar. So, jetzt glaube ich. Muss ich nochmal Fotos machen, fürchte ich. Du musst Fotos machen und ja, wir zeigen dann nochmal oder wir melden uns vielleicht von der Elbe nochmal. Das genau. Wissen wir aber noch nicht. In bloom for you.
I'm stranded, a castaway on unknown shore. Although a stranger in this content, I'm always in bloom for you. Always in bloom. Schöner Abendspaziergang neigt sich dem Ende. Definitiv. Also schön in das muckelige Fahrzeug reingekommen. Ja, wie viel Grad haben wir? Keine Ahnung, 20. 20. Entschuldigung fürs Wackeln. Ja, traurig. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal mitgekriegt, ich habe das falsche Ü-Ei. Dafür habe ich jetzt aber einen wunderschönen Ring. Keine Ahnung, was es ist. Könnte die Eiskönigin sein. Du und deine Ü-Eier. Ja. Ich könnte jetzt auch als Nasenring ran. Nein, brauchst du nicht. Nicht? Nee. Auf jeden Fall, schön, schön, schön ist es. Also wir könnten euch nur empfehlen, kommt nach Magdeburg, schaut euch das an. Es gibt noch viel mehr zu sehen. Wir wollen morgen nochmal die ganze Elbe runter. Da soll es auch einen schönen Park noch geben, den wollen wir uns auch noch anschauen. Genau. Weil wir haben es richtig ruhig, können wir es angehen. Morgen, wie gesagt, geht es nach Oschersleben. Es ist ja... im Endeffekt die Frühlingserwachen in der Magdeburger Bürde, so soll der Titel ja sein. Und ja, da haben wir noch genug Zeit, das uns anzuschauen und euch da mitzunehmen. Ja, aber für heute ist jetzt hier Schluss. Genau. Wir machen es uns jetzt noch gemütlich, leckeren Joghurt noch dazu als Nachtisch. Und irgendwas Süßes, weil ich habe keinen Pudding. Naja. Und die Panagiotta, die wäre einfach, nee, es hätte nicht funktioniert. Zu viel gewesen. So, in dem Sinne, morgen geht's weiter hier. Guten Morgen, Welt! Guten Morgen beim schönsten Sonnenwetter. Sonnenschein pur. Ja, doch mild ist es irgendwie schon, ne? Also, ich finde es schon. Es sind nur 6 Grad, aber das, was ich ja gestern der lieben Frau Balke gesagt habe. Jawohl, Grüße an der Stelle. Wenn die Sonne da ist, dann ist das schon angenehm. Und wir haben keinen starken Wind. Das muss man dazu sagen. Wenn, ich glaube, wenn der Wind da wäre, wäre es unangenehm, aber wir haben es richtig schön, sodass wir gedacht haben, naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall noch spazieren hier durch Magdeburg. Das müssen wir auf jeden Fall nutzen, das Wetter, definitiv. Und wir haben hier noch das ein oder andere, was wir noch nicht gesehen haben. Wir lassen uns auch wirklich Zeit. Ja. Diesmal, weil zu Recht wurde das ein bisschen kritisiert, in unterwegs in Magdeburg gibt es doch noch so viel mehr zu sehen. Ja gut, auch hier, diesmal können wir auch nicht alles zeigen, ist ja logisch, weil man kann nicht an einem oder an zwei Spaziergängen, ich sag mal, das ausmachen, was alles Magdeburg zu bieten hat. Genau, und für euch, warum ist das immer nur so kurz? Bei Magdeburg nutzen wir immer aus, wenn ich zur Familie fahre. Genau. Weil dann ist das so ideal, liegt es davor, einen Tag in Magdeburg zu verbringen und dann einen Tag dann in Oschersleben. Und so ist das halt entstanden. So, wir laufen jetzt zu den Park, wenn alles gut geht, auch zum Rothornpark, keine Ahnung. Werden wir euch dann sagen, wenn wir da sind. Auf jeden Fall heißt es jetzt für uns erstmal ein bisschen laufen und dann melden wir uns wieder, wenn wir in diesem Park angekommen sind.
found my heart, I found my heart again. You were standing there, you bravely led me in. I could wait a million years or more until you came knocking at my door. It's hard to be, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel, with you I feel something. Cause we're both so unashamed. We're not playing any, playing any games. Genau, also wir nehmen jetzt den Mittelwert. Meine Uhr hat gesagt 6,4, deine Uhr hat 6,6 gesagt. Nehmen wir den Mittelwert, sind 6,5. Bums. Kilometer sind wir jetzt gelaufen. Unfassbar, das am frühen Morgen, das hätte ich jetzt nie gedacht. Und das aber war es war schön. Richtig schöner Spaziergang, immer an der Elbe entlang. Jetzt haben wir euch die Parks nur ganz minimalistisch gezeigt, weil es ist jetzt Februar. Im Sommer lohnt sich aber der Rote Hornpark auf jeden Fall. Das ist ja so der Stadtpark. Da sind viele Aktionen immer mit dabei. Wir haben es jetzt auf jeden Fall genossen, auch mal von der anderen Seite. Wir waren ja drüben, das habt ihr alles gesehen. Einfach mal unseren Buggy uns angeschaut. Stefan wird jetzt unser Mittag-Abendessen. Wir wissen ja noch nicht, wann wir genau essen. Das wird er jetzt vorbereiten. Was gibt es? Es wird Gyros, Pfannengyros geben. Mit und Pommes. Pommes, genau. Wir versuchen die im Omnia, mal sehen, ob sie gelingen. Genau. Wenn das gelingt, werdet ihr irgendwann in Buggys Kombüsenstudio so eine Folge geben. Wir werden das jetzt nur austesten. Jetzt wisst ihr, wie das entsteht, diese Rezepte für BKS, weil erstmal müssen wir es in Reiseflogs austesten. Genau. Und jetzt werdet ihr, wenn alles gut geht, eine schöne Impression bekommen vom Schiffshebewerk Rotenburg? Ja, irgendwas rot. Wir werden es euch einblenden, wie es das heißt. Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Wenn alles gut geht, wie gesagt, ist ein tolles Ding und das zeigen wir euch. Wenn alles gut geht jetzt oder wenn ihr uns gleich wieder seht, dann halt nicht. Das ist eine Logik, ne? Genau. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Everything that has been
willkommen. Ja, Location-Wechsel. Genau, wir bleiben in der Börde. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich kenne mich nicht ganz genau aus, ob man das ja zur Magdeburger Börde sagen darf. Aber Börde auf jeden Fall, wir sind im Bördekreis. Wir sind in Oschersleben und müssen auf jeden Fall gleich unbedingt nach links laufen. Ja, das kannst du mal nach oben zeigen, wie matschig das hier ist. Ja, ich wollte gerade sagen, man sieht es, glaube ich. Dann laufen wir doch besser hier rüber, da sieht es viel, viel besser aus. Jo. Ja, stehen in Oschersleben. Hier gibt es ja einen kostenfreien Stellplatz, den haben wir euch ja schon mal vorgestellt in unserer Vorharz-Tour. Immer wieder schön, den hier zu nutzen. Genau, das ist sehr toll. Deshalb gehen wir auch immer wieder einkaufen, gerade ich gehe sehr gerne und teuer einkaufen, weil ich habe wieder zwei Salzwedler Baumkuchen mir gekauft. Naja, und dein Pudding hätte ich beinahe gesagt, dieser Schleckerschnee da. Der Zitronenschnee, ja, der habe ich ja auch. 11 Euro, 13 Euro oder irgendwie so. Also ich gebe hier in meiner Heimat immer gut Geld aus. Aber wie gesagt, wenn man schon einen kostenfreien Platz hat, dann macht man das gerne. Ja, theoretisch suchen wir jetzt jemanden, denn wir sind jetzt nicht mehr alleine. Die Familie hat sich erweitert. Richtig. Weil, wie gesagt, heute theoretisch, also nicht nur theoretisch, praktisch hat meine Mama ja Geburtstag. Und für morgen ist Brunch angesagt und da sind wir eingeladen worden. So. Und nicht nur wir. Nicht nur wir, auch andere Verwandtschaft. Andere Verwandtschaft und auch deine Eltern sind eingeladen. Genau, und die suchen wir jetzt. Die sind irgendwo verschollen hier in Oschersleben. Zumindest im Auto waren sie nicht. Nein. Ja, sonst, ich denke mal, habt ihr eine schöne Aufnahme von dem, oh Gott, was ist das, Schiffshebewerb oder Wasserkreuz? Roten See, jetzt wissen wir es, in der Nähe vom Barlebersee. Also, da kann man auch stehen, der Parkplatz ist also auch für Wohnmobilisten ausgestellt. Das heißt, von der Autobahn kann man sich da auch hinstellen mal und sich ausruhen. Ist möglich. Das ist schon ganz gut. Und es ist jetzt auch nicht ganz so laut. Und noch irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Vielleicht lassen wir heute nochmal die Drohne starten. Schauen wir mal. Genau. Die in der Bodenregion, weil heute Nachmittag soll nochmal richtig Sonne kommen. Wenn das so sein sollte, jagen wir sie wahrscheinlich hoch. Jetzt gehen wir in den Wiesenpark. Da gibt es schöne Tiere. Und da zeigen wir euch ein paar Impressionen. Ja, und dann melden wir uns wieder, wenn es was zu melden gibt, oder? So machen wir das. Das ist ein Plan hier. So, jetzt kann ich meine Kuh weiter essen. Mahlzeit. Danke. I could never settle down, too far away from my hometown. With my family I am bound, I stick by them till I'm in the ground. Stories I've been told, secret places hidden where I've gone now as far as I can tell. Haben wir gefunden. Jo, haben eine leckere Kaffeezeit gehabt und jetzt. Dabei gab es nicht mal Kaffee. Nee, Kuchenzeit. Es war eine Teezeit. Und Tee, genau. Und jetzt gibt es abends Essen. Genau, also wir springen sofort, weil wir haben noch zwischenzeitlich was gemacht. Unter anderem haben wir ein Video gedreht, das habt ihr letzte Woche schon gesehen. Das machen wir halt
an solchen Wochenenden. Und das ist das Schöne, wenn wir hier sind. Und hier, was hier passiert, das ist so schlimm. Es riecht so lecker. Ja, das ist Pfanngyros. Und hier sind die Pommes drin. Von daher wollen wir nicht so lange aufhalten. Nicht, hast du die Pommes ganze... schon gesalzen gehabt? Nein, natürlich also, nicht. Aus. Dass die ganze Hitze da drin ist, das wäre also blöde. Und von daher... Genau, und wenn du dahin zeigst... Ne? Der Marcel, der ist wieder fleißig, der macht nämlich für euch die Videos. Genau, ich schneide schon das Video. Ich bin im... wie war das hier bei Star... Und du hast vorhin ein anderes Video geschnitten. Gott, wie heißt es denn? Spaceballs. Wir sind jetzt im Jetzt. Also das... kriege ich so Gott sei Dank nicht hin, aber Gott, tatsächlich bin ich gerade schon dieses Video am Schneiden, damit wir euch Content liefern können. Und ob das was wird, das verraten wir euch tatsächlich erst in Buggys Kombüsenstudio. Zweite Staffel kommt irgendwann im Sommer. Genau, da werden wir nämlich das nachkochen, also nochmal kochen. Wenn es funktioniert hat. Also wenn ihr es seht, also wenn ihr irgendwann mal das seht, dass wir das anteasern, dann wisst ihr, es hat funktioniert. Wenn nicht... Dann wisst ihr, das war ein Griff im Klo. Ja, kann ja passieren. So, jetzt rechts aber aus. Wir wollen uns verabschieden, das war's. Wir haben ein bisschen was aus dem Wiesenpark hier in Oschersleben gezeigt. Wir wollen euch jetzt noch ein bisschen was von Oschersleben zeigen. Aber morgen geht's hier nicht weiter, weil morgen, eigentlich ist heute ja schon Mutti-Day, aber morgen gehen wir halt zum Brunchen. Genau, also nach unserer Laberei. Kommt noch was Schönes. Genau, deshalb unbedingt dranbleiben. Da zeigen wir euch schöne Bilder hier aus Oschersleben. Für euch der Stellplatz, wo wir hier sind, immer noch kostenfrei. Mit Entsorgung und Versorgung. Strom gibt es ja auch. Danke an die Stadt Oschersleben. Super Sache für uns. Aber wie gesagt, deshalb gebe ich auch hier gerne Geld aus. Ja. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Bleibt gesund. Abonniert den Kanal. Kommentiert das Video. Like das Video. Drückt noch eine Glocke. So, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wir könnten jetzt über PayPal noch reden, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht so richtig. Also in diesem Sinne sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Du wolltest schon Schluss machen, ne? Ja. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Tschüss. Wird der Arm schwer? Mhm. The poor excuse of a better one.